Die ganze Vielfalt der Natur kennt heute nur einen wirklichen Feind. Uns Menschen. Wir breiten uns immer weiter aus, auf Kosten unserer Umwelt. In Mitteleuropa verschwand im Laufe weniger Jahrhunderte eine Tierart nach der anderen. Welches aber sind die 10 seltensten Tiere der Welt? Viele Tiere der mitteleuropäischen Wälder sah der Mensch als Konkurrenten an. Es dauerte nur vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Dann hatte er sie alle ausgerottet. Zurück blieben Wälder, denen die spektakulärsten Hauptdarsteller abhanden gekommen waren. Kein noch so vorsichtiges Tier entkam der Verfolgung. 200 Teilnehmer brachten im März 1818 nach 11-tägiger Jagd den letzten Luchs im Harz zur Strecke. Seit einigen Jahren nimmt man die scheue Katze wieder ins Visier. Statt mit Pulver und Blei, heute mit dem Betäubungsgewehr. Getroffen. Die Männer warten, bis die junge Luchsin eingeschlafen ist. Die Narkose wirkt nur schwach. Den Mitarbeitern vom Harzer Luchs-Projekt bleiben nur wenige Minuten, um das Tier zu markieren und zu registrieren. Trotz aller Eile, die Luchsin ist schneller wieder auf den Beinen als erwartet. Ein beherzter Griff und der Fluchtversuch der Wildkatze endet in der vorbereiteten Transportbox. Gut. 1999 entschied sich das Land Niedersachsen, unsere größte heimische Katze in den Harz zurückzuholen. Seitdem lässt man jedes Jahr 3 bis 5 sorgfältig ausgesuchte Gehegeluchse aus europäischen Wildparks im Nationalpark frei. Das Harzer Projekt entwickelte sich schnell zu einer Erfolgsgeschichte, was niemand für möglich gehalten hatte. Schon nach 2 Jahren stellte sich der erste Nachwuchs ein. Fast 2 Jahrhunderte fehlte der Luchs. Nun erobert die Raubkatze, die man einst ausgerottet hatte, weil sie angeblich auch Haustiere fraß, ihren alten Lebensraum zurück. Der Harz bietet alles, was der Luchs zum Überleben benötigt. Dort, wo das Gebirge besonders unzugänglich ist, zieht eine Luchsin ihre Jungen groß. Die Neuen im Wald führen ein heimliches, zurückgezogenes Leben, wie ihre Vorfahren. Von den 10 Millionen Besuchern, die es jedes Jahr in Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge zieht, werden die wenigsten das Pinselohr zu Gesicht bekommen. In den weiten, stillen Wäldern des Nationalparks ist der Tisch für den Luchs reich gedeckt. Ohne seine natürlichen Feinde konnte sich das Wildtier stark vermehren. Eine ausgewachsene Hirschkuh kann ein Luchs kaum überwältigen. Er hat es auf ihre Kälber abgesehen. Am helllichten Tage im offenen Wald stehen die Chancen für den Jäger schlecht, überhaupt Beute zu machen. Das Rotwild ist vorsichtiger geworden, seit der Luchs zurückgekehrt ist. Doch die Luchsin ist gar nicht auf der Jagd. In der Nacht zuvor, im Schutz der Dunkelheit, hat sie bereits zugeschlagen und eines der Hirschkälber gerissen. Genug für sie und ihre halbwüchsigen Jungen, die in sicherer Entfernung warten. Mit aller Kraft zieht die Luchsmutter den Brocken, der mehr wiegt als sie selbst, an eine Stelle, die besseren Sichtschutz bietet. Erst als sie sich absolut sicher fühlt, lockt sie ihren Nachwuchs heran. Eine Fleischmahlzeit, die für mindestens 3 Tage reicht. Im Harz, wo der letzte Luchs Norddeutschlands sein Leben ließ, geht es wieder bergauf mit der schönen Raubkatze. Durch die weiten, stillen Wälder streifen heute wieder mehr als 30 Luchse. Ein Hoffnungsschimmer für andere längst verschwundene Arten, denn der Wiederkehrer hat gute Chancen, sich auch anderswo in Deutschland wieder dauerhaft anzusiedeln. Für uns steht der Luchs deshalb auf dem 10. Platz. Auch wenn er im Osten und Norden Europas noch häufiger vorkommt.
Unser nächster Kandidat führt uns nach Japan, auf die Hauptinsel Honshu. Es ist Winter. Temperaturen von minus 20 Grad und Schneestürme verwandeln die Landschaft in einen Eisschrank. Dies ist die Heimat einer Tierart, die man nicht unbedingt in klirrender Kälte erwartet. Schneeaffen kämpfen sich durch den Pulverschnee. Selbst in den japanischen Alpen fühlt sich der Schneeaffe heimisch. 4 Monate herrscht hier Winter, eine Herausforderung für die Gebirgsbewohner. Schneeaffen haben sich ihrer lebensfeindlichen Umgebung in mehrfacher Hinsicht angepasst. Wird es ihnen zu ungemütlich, suchen sie geschützte Orte auf. Schluchten mit warmen Quellen, wie man sie überall im Gebirge findet, sind ihre bevorzugten Rückzugsgebiete. Ihren besten Schutz vor der beißenden Kälte aber tragen sie am Körper. Ihr dichtes, weiches Fell hält sie zuverlässig warm. Nur ihr Gesicht ist nackt, dafür aber gut durchblutet und deshalb tiefrot. Ein Umstand, dem sie ihren zweiten Namen verdanken. Rotgesichtsmakaken. Wie alle ihre Verwandten leben Schneeaffen in Horden. 20 bis 30 Tiere bilden einen Clan. Die Älteren halten Ausschau nach Füchsen, Adlern oder wildernden Hunden. Den Kleinen scheint der Winter sogar Spaß zu machen. Spielerisch und ganz nebenbei klären sie ihre spätere Rangfolge innerhalb der Gruppe. Von den Älteren lernen sie, dass die Zweige sich nicht nur zum Klettern eignen. Im Winter ist Nahrung für die Pflanzenfresser knapp. Baumrinde und Knospen sind eine sehr karge Kost. Aber viel mehr gibt es in dieser Jahreszeit nicht. Futterneider sind schnell zur Stelle. Schneeaffen findet man im warmen Süden Japans ebenso wie im eisigen Hochgebirge. Ganz freiwillig verbringen die Makaken den Winter hier oben allerdings nicht. Ursprünglich wanderten sie mit Beginn der kalten Jahreszeit in die wärmeren Täler. Mit der Rodung der Wälder dort nahm man den Affen das Winterquartier. Japan ist dicht besiedelt und für Wildnis bleibt wenig Raum. Höchstens 50.000 Makaken leben noch im ganzen Land. Doch die intelligenten Tiere lassen sich nicht so schnell unterkriegen und ihre Anpassungsfähigkeit überrascht immer wieder. . 1963 entdeckte der erste Schneeaffe die Annehmlichkeiten der heißen Quellen in den Bergen von Nagano. Erstaunlich spät, denn die Affen leben schon seit langer Zeit in dieser Gegend. Nach und nach entwickelte sich eine wahre Badekultur unter den Schneeaffen. Die 40 Grad warmen Quellen sind heute ein beliebter Treffpunkt für Alt und Jung. Ganz entspannt lassen sich so auch die kältesten Wintertage ertragen. Rotgesichtsmakaken gehören zu den erfolgreichsten Affenarten überhaupt. Keine andere hat sich so unterschiedlichen Lebensbedingungen angepasst wie sie. Keine ist so weit nach Norden vorgedrungen. Zwar spielen die Schneeaffen in der Kultur der Japaner eine große Rolle, so zum Beispiel die drei Affen, die nichts hören, sehen und sagen. Dennoch sind die sympathischen Affen nicht gerade beliebt. Da sie oft die Ernte der Bauern verwüsten, gelten sie in manchen Gegenden Japans als Schädlinge. Obwohl sie unter Schutz stehen, werden jedes Jahr Tausende illegal geschossen. Der Rotgesichtsmakak bekommt von uns Rang 9, stellvertretend für alle nur im dicht besiedelten Japan vorkommenden Tierarten. Den nächsten Kandidaten finden wir wieder bei uns im Lande. Die Schönheit blühender Rapsfelder unter ihm täuscht darüber hinweg, dass die gelbe Pracht nur wenigen Tieren ein Auskommen bietet. Überlebt haben hier Kulturfolger, diejenigen, die sich anpassen konnten.
Jenseits des gelben Einerleis eine andere Welt. Der mächtige Greifvogel verbreitet Panik unter den Wasservögeln. Ein Seeadler auf Beutezug an einem ostholsteinischen See. Vor wenigen Jahren waren solche Bilder noch ein seltener Anblick. Um 1900 nisteten noch 20 Adlerpaare in Deutschland. Sie galten als Fischereischädlinge, denen man mit Schrot und Gift zu Leibe rückte. In letzter Minute unter Schutz gestellt, drohte ihnen in den 50er Jahren neue Gefahr. Das Insektengift DDT reicherte sich in ihren Eiern an. Die Schale wurde dünn und brüchig. Nur noch wenige Küken schlüpften. Die Rettung des Adlers wurde ein Wettlauf mit der Zeit. Erst als in den 70er Jahren der Einsatz von DDT verboten wurde, ging es langsam wieder bergauf mit dem majestätischen Vogel. Und es gibt noch ein Problem. Sammler zahlen horrende Summen für die letzten Adlereier. In Schleswig-Holstein bewachen Freiwillige rund um die Uhr die letzten Nester. Sind die Jungen geschlüpft, klettern die Adlerschützer zur Kontrolle in die höchsten Bäume. Denn Seeadler bauen ihr Nest in schwindelerregender Höhe. Jeder Jungvogel erhält 2 Metallringe. Für die Kleinen ein kurzer Moment der Aufregung, für die Vogelschützer ein wichtiges Hilfsmittel. Beringte Seeadler lassen sich so eindeutig identifizieren, wo immer sie auch auftauchen. Im Winter legen Seeadler weite Strecken zurück. Schnee und Eis bedecken ihr Reich. Fisch ist für sie nun unerreichbar. Doch Hunger leiden sie nicht. An den wenigen eisfreien Wasserstellen drängen sich Blässhüder. Über ihnen Seeadler. Abwechselnd fliegen sie Angriff um Angriff. Und sie ziehen ein erschöpftes Blässhuhn nach dem anderen aus dem See. Ihre Vorliebe für Wasservögel im Winter birgt neuerdings eine große Gefahr. Mit Vogelgrippe infizierte Zugvögel könnten die Adler anstecken. Die Auswirkungen auf den sich gerade erholenden Bestand wären fatal. Von uns Platz 8 für den Seeadler. Denn die etwa 1000 streng geschützten Vögel in Deutschland sind zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Der majestätische Vogel befindet sich im Aufwind. Über dem Berg ist der Seeadler aber noch lange nicht. Die tropischen Regenwälder sind in unseren Augen der Inbegriff von Wildnis. Sie bedecken weniger als ein Zehntel der Kontinente. Dennoch leben hier mehr als die Hälfte aller Tierarten. Und wir kennen noch lange nicht alle. Auf Borneo wurden allein in den letzten 2 Jahren über 30 neue Arten entdeckt. Orang-Utans zählen zu den bekanntesten Bewohnern der Insel. Nasenaffen gehören zu den skurrilsten Tieren des Dschungels von Borneo. Und Zwergelefanten sind trotz ihres Namens die bei weitem größten Tiere Borneos. Erst 2003 stellte sich heraus, dass sie eine eigene, nur hier vorkommende, kleinwüchsige Unterart des asiatischen Elefanten bilden. Bird Dawsip vom World Wildlife Fund Malaysia ist den scheuen Tieren seit 1999 auf der Spur. Keine leichte Aufgabe, denn trotz ihrer Größe sind sie im dichten Urwald kaum aufzuspüren. Bird ist es im Laufe der Zeit gelungen, eine Elefantenherde an seine Anwesenheit zu gewöhnen. Dass die Gruppe den jüngsten Spross vorführt, beweist größtes Vertrauen in ihren menschlichen Begleiter. Borneos Zwergelefanten scheinen ein sorgenfreies Leben zu führen. Bird Dawsip entdeckt jedoch immer wieder schwer verletzte Tiere. Die Ursache? Schlingen von Wilderern. Ohne menschliche Hilfe sterben diese Elefanten einen langsamen, qualvollen Tod.
Von Bert Dowsip geführt, macht sich ein Team von Rangern und Tierärzten auf die Jagd nach den verletzten Zwergelefanten. Einen Koloss wie diesen zu betäuben, ist eine Sache. Ihn festzuhalten, eine andere. Der Elefant kann nur im Stehen operiert werden. Und alles muss sehr schnell gehen. Mit Tauen und Ästen gelingt es den Tierschützern, ihren Patienten aufrecht zu halten. Die Schlinge ist bereits von Gewebe umwuchert und die Wunde eitert stark. Keine alltägliche Operation für die Tierärztin. Der Patient bekommt zum Glück von dem, was nun mit ihm passiert, nichts mit. Das Seil ist entfernt. Als letztes muss die Wunde gründlich desinfiziert werden. Die Tierschützer führen einen fast aussichtslosen Kampf, denn es gelingt ihnen nur selten, Opfer im dichten Wald aufzuspüren und rechtzeitig zu operieren. Die Narkose lässt allmählich nach. Noch etwas benommen, kehrt der gerettete Patient in den Schutz seiner Herde zurück. Borneos Tierwelt ist einmalig. Ihre größte Bedrohung geht aber nicht von Wilderei aus. Die Heimat der Zwergelefanten war einst vollständig mit Regenwald bedeckt. Heute verschwindet alle 20 Sekunden ein Waldgebiet von der Größe eines Fußballfeldes. Wird der Kahlschlag mit dem jetzigen Tempo fortgesetzt, wird bis 2012 der Wald verschwunden sein. Für die letzten 2000 wildlebenden Elefanten eine Katastrophe. Ihr Lebensraum wird der ständig steigenden Nachfrage an Holz und Palmöl geopfert. Für einen kurzen Augenblick vertreibt die Herde sich mit den Hinterlassenschaften der Holzfäller die Zeit. Letztendlich bedeutet der Kahlschlag ihr Ende, wenige Jahre nachdem sie entdeckt wurden. Für die Elefanten der tropischen Regenwälder sieht die Zukunft düster aus. Deshalb von uns Rang 7 für Borneos Zwergelefant, der auszusterben droht, weil sein Lebensraum in Plantagen umgewandelt wird. Unser Hunger nach Rohstoffen kennt keine Grenzen. Im Namen von Fortschritt und Wohlstand dringen wir in die entlegensten Gegenden der Welt. Dort, wo der Mensch die Landschaft nach seinen Bedürfnissen gestaltet, bleibt für die ursprüngliche Tierwelt kaum noch Platz. Kaliforniens letzte Naturparadiese verschwinden unter Straßen und glitzernden Retortenstädten wie Bakersfield. Im Golden State der USA wächst die Bevölkerung jedes Jahr um 300.000 Menschen. Zu den Verlierern des Booms gehört der San Joaquin-Kittfuchs. Einst im ganzen San Joaquin-Tal verbreitet, führen heute viele von ihnen ein Leben als Stadtstreicher. In der Wüste aus Glas und Beton fällt immer etwas ab. Auf ihrem Speiseplan stehen Popcorn und Fastfood statt Echsen und Mäuse. Kittfüchse sind ursprünglich Bewohner der Halbwüste und wie die meisten Tiere hier nachtaktiv. Eine kalifornische Backenmaus huscht auf der Suche nach Samen und Knospen über den Sand. Im Schutz der Dunkelheit wagt sie sich weit hinaus. Den empfindlichen Ohren und der feinen Nase des Fuchses ist das nächtliche Treiben des Nagers nicht entgangen. Die Maus bedeutet nicht nur Nahrung. Mit seiner Beute deckt der Kittfuchs auch seinen Flüssigkeitsbedarf. Im Morgengrauen gerät der Fuchs selbst ins Visier.
Ein Kojote, sein größter Feind, kommt dem immer noch nach Mäusen suchenden Fuchs gefährlich nahe. Erst spät wittert er die Gefahr. Aus dem Jäger wird plötzlich der Gejagte. Im letzten Moment erreicht er den schützenden Bau und verschwindet im Gewirr der Gänge. Der Kojote hat diesmal das Nachsehen. Bis in die 20er Jahre war das San Joaquin-Tal im Herzen Kaliforniens menschenleere Halbwüste, durchzogen von fruchtbaren Flusstälern. Intensive Landwirtschaft, Ölförderung und wuchernde Städte lassen heute immer weniger Raum für die Tierwelt. Von uns Platz 6, der San Joaquin-Kittfuchs, denn er gehört mit weniger als 7000 Tieren zu den gefährdetsten Arten Kaliforniens. Doch es gibt Hoffnung, denn immer mehr Menschen setzen sich für die Rettung der letzten Kittfüchse ein. In Nordamerika bedrohen Industrialisierung und zügellose Bebauung die Natur. In Südamerika zwingt Armut die Menschen zum Raubbau an der Natur. Piauí im Nordosten Brasiliens ist der ärmste Bundesstaat des riesigen Landes. Der Kampf ums nackte Überleben treibt hier viele Männer zu waghalsigen Aktionen. Piauí ist eines von drei Gebieten in Brasilien, wo Hyazinth-Aras brüten. Die Aras bedeuten bares Geld für die bitterarme Bevölkerung. An den aufgeregten Eltern ist der Vogelfänger nicht interessiert. Er hat es auf ihren Nachwuchs abgesehen. Auf dem Schwarzmarkt erzielen Wildfänger astronomische Preise. Bis zu $25.000 werden gezahlt. Der Papageienfänger in Brasilien erhält davon nur 250. Beschlagnahmte Tiere landen in Zoos und Vogelparks. In der Freiheit hätten die handaufgezogenen Tiere keine Überlebenschance. Die kobaltblauen Aras gelten als die schönsten aller Papageien. Und genau das wurde ihnen zum Verhängnis. Die meisten überlebten nicht in Piauí, sondern hier im Pantanal, einer einzigartigen Wald- und Wasserlandschaft im Südwesten Brasiliens. Der Tierreichtum der größten Sumpflandschaft der Welt ist einzigartig. Dieser Garten Eden Südamerikas gehört zu den letzten Lebensräumen, in denen Hyazinth-Aras, die größten aller Papageien, noch häufiger zu sehen sind. In kleinen Gruppen ziehen etwa 5000 der farbenprächtigen Vögel durch das Pantanal. In ganz Brasilien sind es vielleicht noch 6500. Hyazinth-Aras sind Höhlenbrüter, die hier im Pantanal im Schutz alter Bäume nisten. Während ein Elternteil füttert, wacht der andere vor dem Nest. Meist ziehen die blauen Papageien nur ein Junges groß. Die Küken wachsen langsam. Erst nach 3 Monaten sind sie Flücke. Im Pantanal ernähren sich Hyazinth-Aras hauptsächlich von Palmnüssen. Die nahrhaften Palmnüsse sind steinhart. Erfahrene Alttiere wissen jedoch genau, wie sie die Nuss knacken können. Wenn sie mit dem Schnabel nicht erfolgreich sind, reißen sie eine Palmfaser ab und klemmen sie zwischen Frucht und Oberschnabel. So fixiert lässt sich die glatte Nuss einfacher öffnen. Auf den ersten Blick scheint das Pantanal ein Schlaraffenland für die Aras zu sein. Doch die Idylle trügt. Immer weiter fressen sich die Motorsägen in die Wildnis hinein. Der Anbau von Soja, Mais und Zuckerrohr für die Herstellung von Futtermitteln und Biotreibstoff soll nach dem Willen der Provinzregierung ausgeweitet werden. Eine weltweit einmalige Naturlandschaft könnte für immer verloren gehen. Auch die Brutbäume der Hyazinth-Aras fallen der Motorsäge zum Opfer.
Um Grasland für das Vieh zu gewinnen, werden zusätzlich große Flächen abgebrannt. Statt das an die Überschwemmungen angepasste Pantanalrind halten die Viehzüchter heute vermehrt das schnellwüchsige Nelore-Rind. Und das braucht trockene Weiden. Der Hyazinth-Ara ist unsere Nummer 5. Er gehört zu den Opfern der Zerstörung. Rettung könnte der Tourismus bringen, denn immer mehr Menschen besuchen das Pantanal wegen der Aras. Rund 1000 Kilometer weiter nördlich. Der Zoologe Mark van Roosmanen macht sich im Jahr 2003 zusammen mit einem Team von NDR Naturfilm auf eine abenteuerliche Reise. Ihr Ziel? Der fast menschenleere Urwald am Rio Aripuana. Auf ihrem Weg begegnen ihnen nicht nur die seltenen Riesenotter. Das entlegene Gebiet von der Größe Frankreichs beherbergt die ganze Vielfalt Amazoniens. Der Holländer Mark van Roosmalen ist einer der letzten großen Abenteurer unter den Zoologen. Beinahe täglich werden auf der Erde neue Tierarten gefunden. Doch dass sich irgendwo auf der Welt noch große Säugetiere verbergen könnten, hielten Experten lange für sehr unwahrscheinlich. Dann entdeckte van Roosmalen eine bis dahin unbekannte Zwergseekuh. Die Zwergseekuh war nicht der erste spektakuläre Fund des Holländers im brasilianischen Regenwald. Innerhalb eines Jahrzehnts konnte van Roosmalen in Amazonien 20 neue Affenarten nachweisen. Ein Zehntel aller bisher weltweit bekannten. Ebenfalls von ihm entdeckt und zum ersten Mal gefilmt, dieser Springaffe. Bei seiner Suche wird der Artenjäger häufig bei den Einheimischen fündig. In ihren Kochtöpfen landen Tiere, die der Wissenschaft unbekannt sind. An Bord der Jäger ein Pekari oder Nabelschwein, von denen drei Arten bekannt sind. Dies gehört nicht dazu. Irgendwo hier lebt also eine vierte, Zoologen noch unbekannte Pekari-Art. Pekaris sind nicht die einzigen wehrhaften Tiere im Dschungel. Mark macht sich mit dem Filmteam auf die Suche. An einer Sule finden sie frische Pekari-Spuren. In aller Schnelle wird eine Beobachtungsplattform auf einem nahegelegenen Baum errichtet. Von hier oben hat Mark van Roosmalen die Sule genau im Blick. Nun kann er nur noch abwarten. Stunden vergehen, ohne dass sich ein Pekari blicken lässt. Etwas schreckt den Zoologen auf. Ein Tier tritt vorsichtig auf die Lichtung. Ein Pekari, aber ungewöhnlich groß. Und es kommt nicht allein. Was die Kamera hier einfängt, ist eine zoologische Sensation. Die Entdeckung eines neuen großen Landsäugetiers. Das von Roosmalen auf den Namen Riesenpekari getaufte Tier ist unsere Nummer 4. Allerdings wissen wir nicht, wie viele Tiere existieren. Inseln stellen eine extreme Form isolierter Lebensräume dar. Der Bismarck-Archipel vor der Küste Papua-Neuguineas mit seinen aktiven Vulkanen zählt zu den Gebieten der Erde, die besondere Anpassungen von ihren Bewohnern verlangen. Das Leben in diesem Teil der Welt gleicht für Mensch und Tier im besten Sinne des Wortes
einem Tanz auf dem Vulkan. Die Insulaner nehmen die Vulkane als Bedrohung wahr. Doch ein seltsamer Vogel des Archipels ist auf den Vulkanismus angewiesen. Bismarckhühner graben sich tief in die warme Asche des Vulkans. Sie haben es aufgegeben, Nester zu bauen und lassen ihre Eier von der Erdwärme ausbrüten. An geeigneten Hängen, dort wo die Asche weich und noch warm ist, begegnete man einst Tausenden dieser Vögel auf engstem Raum. Solche großen Ansammlungen von Bismarckhühnern findet man heute nicht mehr. So tief und sorgfältig sie die Eier auch vergraben mögen, sicher sind ihre Gelege hier nicht. Gegen Widersacher aus den eigenen Reihen können sich die Vögel wehren, doch ihr Geschrei weckt die Aufmerksamkeit der Menschen hier. Vom Wasser nähern sie sich dem Brutplatz. Die Vögel ahnen von der drohenden Gefahr nichts. Männer vom Stamm der Tholei versammeln sich am Rand der Vogelkolonie. Erst spät bemerken die Bismarckhühner die Gefahr. In wilder Flucht verschwinden die Vögel im Wald und in aller Ruhe graben die Männer ein Gelege nach dem anderen aus. Manch einer schaufelt sich dabei sein eigenes Grab. Denn nicht selten bricht die lockere Asche über den Dieben zusammen. Der Lohn, bestenfalls eine Handvoll Eier. Und dabei hätten die Männer es überhaupt nicht nötig. Aber es ist nun mal Tradition. Tierarten, die nur auf wenigen Inseln vorkommen, sind durch menschliche Nachstellung eben besonders gefährdet. Wie auch auf Madagaskar mit seiner einzigartigen Tierwelt. Fast alle Arten leben ausschließlich hier und sonst nirgendwo. Eine entscheidende Evolution ging an der Insel vorbei. Die Höherentwicklung von den Halbaffen, den Lemuren, zu den Affen. Als sie diese Welt betraten, starben ihre unterlegenen Vorfahren fast überall aus. Nur auf Madagaskar nicht. Beim Anblick der Fossa, ihrem größten Feind, herrscht unter den Lemuren höchste Alarmbereitschaft. Eine ernsthafte Bedrohung für die Lemuren Madagaskars stellten die katzenähnlichen Raubtiere jedoch nie dar. Nahezu die gesamte Insel war mit Wald bedeckt, bevor vor 1500 Jahren die ersten Menschen Madagaskar entdeckten. Seitdem sind 90% der Wälder verschwunden. Und mit ihnen bereits die Hälfte aller Lemurenarten. Zu den seltensten und seltsamsten Geschöpfen Madagaskars gehört zweifellos das fast katzengroße Fingertier oder Ei-Ei. Auf der Hauptinsel ist es so gut wie ausgestorben. Sechs Tiere wurden 1966 von Naturschützern auf einer kleinen Insel ausgesetzt. Vernichtung seines Lebensraums und Jagd sind die Ursachen, dass das Ei-Ei so extrem selten geworden ist. Zwar haben vermutlich nur wenige Dutzend überlebt, aber auf der kleinen Insel Nosy Mangabe haben sie eine sichere Zuflucht. Deshalb von uns Rang 3. Der Pottwal ist das größte Raubtier, das je auf unserem Planeten lebte. Gegen ihn war der Tyrannosaurus ein Zwerg. Es gibt zwar größere Wale wie den Blauwal, doch der frisst Plankton. Pottwale wandern durch alle Weltmeere, leben im sturmgepeitschten Südpolarmeer rund um die Antarktis, genauso wie in den arktischen Gewässern der Nordhalbkugel.
Man stößt in der Karibik auf sie und im Mittelmeer. Sie gehören zu den wenigen Tierarten, die zwischen allen Ozeanen pendeln, egal wie rau die See auch ist. Pottwale zählen zu den Ausnahmeerscheinungen im Tierreich. Walbullen erreichen eine Länge von über 20 Metern und ein Gewicht von 60 Tonnen. Pott- und Blauwal teilen ein ähnliches Schicksal. Jahrhundertelang machte der Mensch Jagd auf sie. Ihr Fett lieferte Tran, den Grundstoff für Lampenöl, Margarine und Schmierfette. Pottwale enthalten zudem in ihrem Kopf bis zu 5 Tonnen Walrat, eine wachsähnliche Substanz, aus der man Kerzen bester Qualität herstellte. Während Holländer und Engländer im 18. Jahrhundert kleinere Glattwale jagten, verfolgten die Walfänger von der amerikanischen Ostküste hauptsächlich den riesigen Pottwal. Mit ihm ließ sich wesentlich mehr Geld verdienen. Mitte des 19. Jahrhunderts befuhren mehr als 700 amerikanische Walfangschiffe die Meere. In 4 Jahren erlegten sie 20.000 Tiere. Bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts jagten Sowjets und Japaner nochmal Hunderttausende Pottwale. Bis heute konnten sich die Bestände davon nicht erholen. Bis auf uns Menschen haben Pottwale nur einen Gegner, der es mit ihnen aufnimmt. Schwertwale oder Orcas sind die einzigen Meeresbewohner, die auch einen ausgewachsenen Walbullen angreifen. Töten könnten sie ihn jedoch nicht. Orcas teilen nicht gerne. Einen Pottwal in der Nähe einer lukrativen Futterquelle versuchen sie mit allen Tricks zu vertreiben. Ihre Strategie? Möglichst viel Krach machen, um das Ortungssystem des Pottwals zu stören. Der Pottwal lässt sich jedoch nicht so schnell vertreiben und schlägt mit gleicher Waffe zurück. Schließlich gibt er doch auf und verschwindet in der Tiefe. Von uns Rang 2 für den Pottwal. Stellvertretend für alle Großwale, von denen wir nicht wissen, wie viele es gibt. Sicher ist, vom großen Schlachten hat sich keine der Arten erholt. Und im Meer wird es immer lauter. U-Boot-Sonar und Bohrinseln stören das Ortungssystem und lassen immer mehr Wale stranden. Doch es gibt eine Tierart, für die die Zukunft noch düsterer aussieht. Im dunklen Herzen Afrikas scheint regelmäßig die Welt unterzugehen. Tropengewitter toben sich über dem Regenwald nahe des Äquators aus. Ein Schauspiel begleitet von sintflutartigen Regenfällen, das sich tagtäglich wiederholt. Unter feuchten Nebelschwaden liegt eine der geheimnisvollsten Landschaften der Erde. Wald, soweit das Auge reicht. Inmitten des geheimnisvollen Dschungels Zentralafrikas liegen die Lichtungen von Sangasanga. Nirgends sonst im afrikanischen Regenwald lassen sich mehr Tiere beobachten als hier. Waldelefanten, Antilopen und Waldbüffel kommen von weit her, um ihren Durst mit mineralhaltigem Wasser zu löschen. Riesenwaldschweine nehmen die Salze mit den Pflanzen auf. Trotz seiner Größe kaum zu entdecken, gräbt ein mächtiger Flachlandgorilla im Sumpf nach Wurzeln. Auch er deckt hier seinen Bedarf an seltenen Mineralien, denn der Regenwald besitzt nur eines im Überfluss: Wasser. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts drangen Europäer in die tropfnassen, undurchdringlichen Wälder vor.
Legenden von riesigen, menschenähnlichen Kreaturen erreichten Europa und Amerika. Daraus entstand die Filmlegende King Kong. Der Gorilla ist der größte aller Menschenaffen. Ein ausgewachsenes Männchen bringt es leicht auf ein Gewicht von 200 Kilogramm. Trotz ihrer furchteinflößenden Größe sind es friedfertige Pflanzenfresser, die nur dann aggressiv werden, wenn sie sich angegriffen fühlen. Helles Rückenfell, enorme Körpergröße. Dieses Tier ist ein ausgewachsenes Männchen. Seine Familie hält sich ganz in der Nähe auf. Bilder von Seltenheitswert. Eine intakte Gorilla-Familie. Der Nachwuchs vertreibt sich den Tag mit Spielen. Auch wenn Gorillas weder Leopard noch Schlange fürchten müssen, auf ihre Jungen werfen die Alten immer ein wachsames Auge. Die Filmaufnahmen vom Familienidyll täuschen darüber hinweg, dass die Zukunft der Flachlandgorillas alles andere als rosig ist. Innerhalb eines Vierteljahrhunderts ist der Bestand in einigen Regionen um 60% geschrumpft. Bilder wie diese werden bald der Vergangenheit angehören. Die Regenwälder des Kongo-Beckens gehören zu den bedeutendsten der Erde. Doch wie überall auf der Welt dringt der Mensch in die letzten unberührten Naturparadiese vor. Geht die Zerstörung in dem heutigen Tempo weiter, werden schon in 50 Jahren 2/3 der afrikanischen Regenwälder, die Heimat der Gorillas, verschwunden sein. Internationale Holzfirmen machen den Weg frei in ehemals unzugängliche Gebiete. Mit den Holzfällern kommen die Jäger. Alles, was essbar ist, landet hier im Kochtopf. Selbst Gorillas. Für den Jäger bedeutet der Verkauf des Fleisches ein kleines Vermögen. Lebensraumzerstörung und Jagd haben die Bestände der sanften Riesen bereits stark dezimiert. Unsere traurige Nummer 1, der Gorilla. Zwar wurden in den letzten Jahren Schutzgebiete errichtet, doch nun bedroht das auch für uns Menschen tödliche Ebola-Virus die letzten Überlebenden. In 5 Jahren, so vermuten Wissenschaftler, könnte der Gorilla in freier Wildbahn ausgestorben sein. Hoffen wir, dass die Experten nicht recht behalten. We'll be right back.